möchte dir gerne ein Bild zeigen, was ich vor einiger Zeit aufgenommen habe, als ich in der judäischen Wüste unterwegs war. Was du hier siehst, diese Pflanze wächst mitten in der Wüste. Es sieht rundum total trocken, Dürre aus, die reinste Ödnis und dann auf einmal so eine leuchtend strahlend grüne Pflanze. Und man ist völlig erstaunt und denkt, wie kann dieses Ding hier wachsen? Ist ja erstaunlich. Und sie verlockt dazu, sie anzufassen, sie zu nehmen. Sie verlockt, weil du denkst, das ist Erfrischung. Wie so ein Apfel. Es ist Genuss. Nun, innen drin ist diese Frucht völlig faserig. Da ist nichts mit Erfrischung. Das ist so wie Dämmstoff. Eigentlich ungenießbar. Es ist etwas, was zur Wüste passt. Es ist nur Fake. Es ist nur Show. Es ist nur leuchtend grün, aber da ist nichts dahinter. Es ist keine Erfrischung, kein Genuss. Weißt du, wie diese Pflanze heißt? Sodom-Apfel. Das ist ein Sodom-Apfel. Und der Name bringt es genau auf den Punkt. Sodom steht für Sünde. Und weißt du was? Diese Pflanze ist genau wie Sünde. Die Sünde verspricht dir etwas, was sie nicht halten kann. Da gibt es Leute, die denken, mein Leben ist so trocken, ich befinde mich in so einer Dürre, ich will Leben, ich will Genuss, ich will Freude, ich muss Erfrischung haben. Und dann ist da so etwas und sie greifen zu und denken, jetzt haben sie es. Aber die Sünde hat keine Erfrischung. Es ist nichts weiter als ein übler Nachgeschmack. Es ist faserig in deinem Mund, es schmeckt nicht. Eigentlich, letztlich ist es ungenießbar. Sie hat dich hereingelegt. Betrug. Sünde hält nie das, was sie verspricht. Genau wie dieser Sodom-Apfel. Aber nicht nur das. Das Blöde an der Sache ist, diese Frucht ist hochgiftig. Alles an ihr ist giftig. Der Stiel ist giftig, die Blätter sind giftig, die Wurzeln sind giftig, die Frucht ist giftig. Alles ist giftig. So, auch das ist die Sünde. Der Mensch will nach Erfrischung sich ausstrecken, mal Leben, mal über die Stränge schlagen. Und im Grunde genommen hat er sich vergiftet mit dem Gift der Sünde. Und sein Leben ist dabei, dahin zu siechen. Und die Falle ist, dass man immer mehr sündigt, immer mehr sündigt, immer mehr über diesen Schmerz, diese Leere, diese Enttäuschung überspielen will. Und im Grunde genommen geht es immer nur in das gleiche Ding hinein. Immer mehr Gift, immer mehr Enttäuschung. Das ist Sünde. Die Bibel spricht im Römerbrief davon, dass wir Sklaven der Sünde werden können. Da heißt es, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt, als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht, entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Genau, die Sünde führt zum Tod. Der Sodom-Apfel ist giftig. Er führt zum Tod. Paulus fährt im Römerbrief fort, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das ist ein Bild mit diesem komischen Sodom-Apfel. Er bietet nichts außer Gift und eine Show. So ist die Sünde. Der Herr möchte dich einladen, in deinem Leben der Sünde den Rücken zuzuwenden und in ein Leben hineinzukommen, was Gott wohlgefällig ist. Im Gehorsam dem Herrn gegenüber. Ein Leben, was ins ewige Leben hineinführt. Ein Leben, was wirkliche Erfrischung, wirklichen Segen, wirkliche Erquickung bietet. Ein Leben, das wirklich lebenswert ist. Und ich lade dich ein, auf unserer Webseite das Gebet nachzusprechen, dass du dein Leben neu dem Herrn hingibst oder erstmalig dem Herrn hingibst. Und du wirst sehen, du beginnst ein Leben, wo du frei werden kannst von den schalen Verlockungen der Sünde, von diesem Betrug, von dieser Fake-Nummer und hineinkommen kannst in echtes Leben. Viele, viele Christen haben das gemacht. Und viele, viele Christen können bestätigen, ich habe diesen Sodom-Apfel hinter mir gelassen und habe wahrhaftige Erfrischung im Herrn gefunden. Ich habe das Leben gefunden, was sich wirklich lohnt. Ich habe echte Versorgung, echten Segen gefunden. Ja.
dem Sinne glaube ich wirklich, Gott hat mehr für dich.